dazu. Ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mann 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, das neue Star Wars Spiel, was relativ überraschend gute Bewertungen bekommen hat. Also überraschend gut, weil die letzten Star Wars Spiele waren ja alles andere als gut. Und GameStar hat sogar gemeint, dass es das beste Star Wars Spiel seit Jedi Akademie oder Jedi Akademie. Ja, und das will ich auf jeden Fall herausfinden. Springen! So, wir müssen, glaube ich, hier hoch. Ich habe nicht aufgepasst, wo er hin ist. Der Chef hat eine. Warte mal, ich werde mal kurz Einstellung. Audio. Dialog. Will ich ein bisschen. Bisschen lauter haben. So. Video habe ich, glaube ich, alles für, ja, eingestellt. Hier auch. Und. Ja, wir spielen nicht auf Gameplay. Ja, Gameplay. Nee, wir spielen auf Tastatur. Und ja, ich kann überhaupt nicht mit Gamepad spielen. Gut. Ja, da ist er. Wie sprinten wir denn? Wir können ja nicht genug zahlen, dass ich schaffe. Bleib, Kerl! Nur keine Sorge. Du kannst kein Geld ausgeben, wenn du tot bist. Die bekloppten Monteure scheinen alles zu begreifen. Ich weiß nicht, wie man sprintet. Ich glaube nicht, dass dieses Werk nicht versteht. Hier oben! Ach, das sagst du jedes Mal. Wieso weiß er das besser als wir, ne? Ach dir, Junge! Ja. Sieh dir das an! Ein Separatistenschiff! Ich habe ewig keinen Luke-Halt gesehen. Ja. Ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Krass. Komm, gehen wir. Wow. Das finde ich aber richtig cool. Also die Idee von einem Jedi-Jüngling, sage ich mal, oder Jedi-Anwärter, der die den Order 66 eben überlebt hat und danach eben in den Untergrund gegangen ist, die ist ja ziemlich alt. Also zum Beispiel Ahsoka oder Kylo Ren zum Beispiel und so weiter. Also es gibt ja ziemlich viele Geschichten darüber. Aber das mal hier zu spielen, finde ich richtig geil. Also so die ganzen... Es ist ja fast direkt nach dem Untergang der Republik passiert. Und das sieht man halt hier auch. Also die alten... Das sind die Kreuzer, oder? Das sind die Jedi-Kreuzer. Und dann hier eben das Druiden-Schiff und so. Also die ersten Momente finde ich gerade cool, aber... Achtung! Vorsicht! Oh. Alles okay? Ja, bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Das ist ein bisschen... Okay. Ah, jetzt kann ich mich wieder umschauen. Gut. Das war gerade ein bisschen komisch. Okay, hier kann ich nicht hoch.
Weswegen auch immer. Darunter? Soll ich wirklich darunter? Okay. Dann schlittern wir mal darunter. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Hui! 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 Verlasse sofort diese Barke! Du bist kein zugelassener Müll! Aber kein zugelassener Müll. So. Schon krass, ne? Oh. Oh nein. Das war... Ich habe gleich wieder auf Springen gedrückt. Das ist natürlich Blödsinn. Hui. So. Da war gerade Mama-Druide und hier sind die kleinen Druiden. Die Baby-Druiden. Ja, ist gut. Alter. Wir sollten. Ganz ruhig. Los! Bin gleich wieder weg. Springen und drücken, um zu klettern. Ah, okay. Na gut. Dann klettern wir mal hier rauf. Dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlich riechen. Das wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Hier nicht hoch. Hier auch nicht runter. Wo geht's weiter? Ne. Geht's denn hier weiter? Ah, vielleicht da, wo es angezeichnet ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Vorsicht, Junge. Leiste nicht, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Ja, das ist der Plan. Alter. Da sieht man erstmal wirklich die Dimension von so einem Kreuzer. Also, das vergisst man ja sehr schnell bei den Filmen oder bei sonstigem. Darunter sollte ich, glaube ich, nicht. Ah, hier durch. Okay, einfach das... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, einfach durch das Kabel durch. Geht natürlich nicht, aber... Ja, cool. Hört sich an wie Schrottratten. Ja. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Alter, wie geil... So. Hi. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut, bin in Kürze dort. Fallen lassen. Okay, gut, okay, alles klar. Wow. Okay, also man muss nicht nochmal E drücken, das ist praktisch. Das ist praktisch. Ah, da unten. Alles klar. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Hä? Okay. Ja, nach oben wahrscheinlich nicht, sondern nach unten, da wo es weitergeht. So. Okay, man muss doch nochmal E drücken. Alles klar. So, und dann mal auf die Riesenrutsche. Keine Ahnung, wo wir hingehen, aber uns führt ja der Weg. Ah. Sieh mal, der Schiffskutter ist hier. Na bitte sehr. Der Schiffskutter.
Alter, und hier noch der, die alten Kanonenboote. Ja, und ab geht's. Nice. Ja, und hier auch ein Kanonenboot. Ach ja. Und hier die alten Walker. Hallo. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, der, wahrscheinlich der da irgendwo runter, oder was? Habt ihr was für mich? Irgendwie Werkzeug oder so? Soll ich das da irgendwie platt machen? Ah, oder ich kletter einfach hoch. Alter, hier wird halt alles zerschrottet, ne? Krass. Ah, okay. Beeilung, wir müssen fertig sein, bevor sie diese Tragfläche abtrennen. Achtung! Ich arbeite so schnell ich kann. Udelali. Okay. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Was? Ah, das ist. Nein, nicht gut. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Ja, ich mir auch. Alter, wenn das nicht regnen wird, also Regen sieht geil aus. Aber wenn es gerade nicht regnen würde, wäre es ein bisschen realistischer, dass er sich überall so krass dran klammert. Uiuiui. Aber es sieht halt cool aus, also. Komm, seht ihr das an? Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, nur damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Dreckslauf sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Uh-oh. Ah. Boah, zum Glück kann man nicht runterfliegen. Autsch. Alles okay? Kerl! Ich komm nicht raus! Kopf! Durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Kopf! Nein! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich sitz nur fest. Kein Pilot. Hier raus! Durchhalten!
Vorsicht, Kerl! Achtung! Das Ding kann kaum fliegen! Moment! Geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Das, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Für Leute wie dich gibt's dann kein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Oh. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, das ist cool. Ja, das ist voll cool. Uiuiuiuiui. Der will sprechen. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier wirst du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Arscher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Ralph. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Oh. Das ist voll cool zusammen. Kommt jetzt Flashback? Okay. Ja, wo ist denn der hin? Tihihi. So. Vielleicht einfach mal auf Klo? Prof? Prof, warte! Vielleicht will er einfach... Hä? Jetzt sind alle weg. Okay. Wahrscheinlich träumt er weiter. Wo willst du hin? Oh Gott, okay. Was? Oh Mann. Hier ist ein alter Jedi-Kreuzer. Jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht.
Leuten an, Prof. Ja, was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung bereit! Der Druide, der Scout-Druide hat das, glaube ich, gesehen. In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Noch schlimmer. Ja, sie haben es definitiv mitbekommen. Ja, die hintere sehen kann man ja vom Trailer. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Nein, er opfert sich. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Überprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schweig! Hier ist TK-8190. Hab dich gefunden, Eindringling. Wo bin ich runtergefallen? Ah, da. Okay, ich dachte, das ist aus. Gut, das war die erste Folge von dem neuen Star Wars-Spiel. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich versuche immer, die Folgen auf so 20 Minuten runter zu kürzen. Das ist dann... Oh, die sind verschwunden. Das ist dann meistens einfacher zu... ist einfacher, besser zum Schauen, glaube ich. Und ich überziehe eigentlich immer. Gut, aber ich hoffe, euch hat der erste Einblick hier schon gefallen. Also mir hat er schon ziemlich gefallen. Manchmal stört es, dass die Kamera fokussiert ist, aber das ist halt die Gamepad-Steuerung. Gut, aber ich gehe jetzt ans Rendern, so dass ihr das heute noch anschauen könnt. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.